Hey ho und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Phantomkristall. Wir waren nicht. In der letzten Folge haben wir noch ein bisschen trainiert und haben jetzt Lixu als Pokémon. Lixu, nicht Lixu, sondern Leku. Auf jeden Fall ist es, wie ihr hier sehen könnt, ein richtig krasses Pokémon. Ich bin schon gespannt, was man damit alles so machen kann. Und wir wollten uns jetzt auf dem Weg zur großen Ebene machen. Und ich würde sagen, das tun wir auch. Wir nehmen aber nochmal Tropius mit. Ich weiß nicht, was für VMs wir da benötigen. Deswegen packen wir Tropius ein und lassen Bisaflor zu Hause. Bisaflor brauchen wir im Moment ja nicht. Deswegen einfach mal Tropius eingepackt. Und dann würde ich sagen, mal gucken, ob alle fresh sind. Alle am Start. Sehr gut. Dann lass uns doch mal auf unser Bike schwingen hier. Zack. Und dann fahren wir mal zur großen Ebene nach... Hallo? Nach oben. Gucken, wen wir da treffen. Die große Ebene. Hallo. Willkommen in der großen Ebene, mein Freund. Hier beginnt die Herausforderung für jeden Trainer und seine Pokémon. Hier trainieren und kämpfen viele Trainer und ihre Pokémon. Darum will ich dir den Hinweis geben, dich sofort zurückzuziehen, wenn dein Team geschwächt ist, da hinter jeder Ecke eine Herausforderung sein kann. Okay. Ich zertrümmer das, aber wir gehen erstmal nochmal. Wo ich das gerade sehe, fahren wir mal kurz hier lang. Hier ist doch bestimmt irgendwas Tolles. Da ist nichts. Nichts. Ich zerschneide das jetzt, aber hier ist nichts, oder bin ich doof? Okay, vielleicht kommt hier noch was. Vielleicht kommt hier noch irgendwas Spannendes. Da bin ich überfragt, aber kann natürlich sein. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Erstmal nach oben. Und da ist der erste, der einfache Trainer. Dann komm. Der erste Kampf gegen so einen freshen Dude. Wanderer Stefan. 55. Oh mein Gott. Das wird einfach. Ich spule die ganzen Kämpfe mal wieder vor. Ich werde die Kämpfe, die so spannender sind, nicht vorspulen. Also gegen unsere Rivalen, gegen die Arenaleiter, gegen Team Rocket und Team Rocket, sag ich schon, gegen Team Phantom, die werde ich jetzt nicht vorspulen, aber die hier sind ja wirklich nur alle mit einem Schlag weg und ist halt nichts Besonderes. Level 88, sehr schön. Da kann man die auch vorspulen. Ulala. What's this? Das ist doch... John? Ich sollte ihn lieber verfolgen. Das ist John. Johnny Boy. Verfolgen wir ihn jetzt, oder? Dieses Gebiet ist die große Ebene. Sie teilt sich in 9 Gebiete. Zentral befindet sich das Trainerareal, der Dreh- und Angelpunkt der großen Ebene. In den restlichen 8 Gebieten erwarten dich verschiedenste Terrains, angefangen von Wald über Berglandschaften bis hin zu Sumpfgegenden. Nur wer sich gut vorbereitet hat, kann die Herausforderung der großen Ebene annehmen. Okay. Ich will jetzt aber hier hin. Bevor ich John verfolge, gehe ich hier hin. Ich sollte lieber John verfolgen. Ah, toll. Da ist Pokéball, meiner. Pokepuppe. What the fuck ist die Pokepuppe nochmal? Pokepuppe. Eine hübsche Puppe, sie ermöglicht die Flucht im Kampf gegen wilde Pokémon. Okay. Okay. Und dann fahren wir mal hier rüber. Oh. Hallo, da kämpft jemand. Willst du kämpfen? Ja, ne? Natürlich. Manche Leute habe ich schon 2-3 Mal gesehen bekämpft. Ich spule das auch mal vor. Ist jetzt gerade nicht so spannend. Gehöre, Tropius, die sind alle keine Herausforderung. Ich glaube, wir haben ein bisschen viel im Holocenter gelevelt. Aber gut, es schadet nicht. Ah, Formeo ist ja wieder... verwandelt sich in 1000 verschiedene Arten wieder. Level 57, ey, wir haben gegen Level 80er schon gekämpft. Level 45, sehr gut. So, Hallöle. Hier findet ein Pokémon-Kampf statt, du solltest ihn nicht stören. Greift doch jemand anders an? Nice, das ist echt cool gemacht. Aber ich will das Ding da haben. Wahrscheinlich sind die nachher fertig, wenn ich irgendwie mit John geredet habe oder so. So, die große Ebene. Da waren wir doch schon, aber... Okay.
Das ist John. Hey, da hinten ist er. Wo geht er nur hin? Wo geht John hin? Was macht er da? Wir gehen mal hier hoch und gucken mal, dass wir ihm folgen. Los, Tropius. Hallo? Ich bin kein Trainer. Naja, eigentlich schon. Doch, meine Pokémon sind so erschöpft, dass ich jetzt nicht kämpfen will. Sie genießt die frische Luft. Toll. Muss auch mal geben, so Menschen. Ist der noch... Aua. Mir ist so langweilig. Jetzt können wir kämpfen. Okay. Kein Problem. Teenager. Ein Doppelkampf. Okay. Spukball. Himmelhieb. Dann sollten die beide weg sein. Und Akani. Oh, Akani lebt. Spukball auf Pupiter. Himmelhieb. Ach, Quatsch. Okay, das war jetzt nicht so... Das war nicht so gut, aber... Und Gengar nimmt hier Schaden. Wegen Verbrennen. Und das müssen wir mal ganz schnell ändern. Tasche. Vergiftung, Verbrennung. Da, Verbrennung. Und dann haue ich Gengar auch nochmal... einen Supertrank rein. Da. Zack. Man weiß ja nie, was noch kommt und Schaden tut es nicht. So. Nach oben oder unten? Hier sind überall Vögel. Cool. Nestball. Kann ich die anquatschen? Nee, kann ich nicht. Wo muss ich denn hin? Da lang oder da lang? Okay. Wir müssen anscheinend noch ein paar Kämpfe hier machen. So. Spukball. Ach, na, ich Idiot. Kann ich nochmal zurück? Nein. Cool. Bringt ja nichts bei Ibitak. Hätte ich auch dran denken können. Egal. Ach, ich hasse Ibitak. Warte, das heißt, ich hasse, was heißt, ich hasse Ibitak? Ich hasse nicht Ibitak. Ich hasse Leute, die 100-mal das gleiche Pokémon haben. Togekiss. Oh, das sieht ja süß aus. Das sieht echt voll niedlich aus. Ich will sie haben. Wie könnten wir... Ne, Leku ist, glaube ich, noch zu schlecht, um gegen die zu kämpfen, ja. Wobei, Level 46, langsam macht es sich. Es macht sich. Boah, hier sind ja unglaublich viele Trainer. Und Drachenprofis. Oh, geil, ein Dragoran. Wie geil. Aua, Dragoran, aua. Das ist nicht nett. Ja, die sind halt wirklich kein krasses Level. Das ist keine richtige Herausforderung. Hi. Ich hatte diesen... Warum bin ich so schnell gefahren? Ich hatte noch diesen Vorspuleffekt. Das war nicht ganz so schlau. Ach, kacke. Ich habe keine AP mehr übrig. Oh. Das wird noch... Ich glaube, wir müssen nachher nochmal zurückfahren, weil wenn wir keine AP mehr haben, ist scheiße. Und Gengar ist fast tot. Ach ja, ich vergaß. Keine EP mehr. So, zack. Immerhin, der ist weg. Jetzt wird Gengar wahrscheinlich sterben. Oder auch nicht. Zack, zack. So. Die Doppelkämpfe finde ich immer dämlich. Ich finde so langweilig. Oh. Potrot, was willst du? Tschüss, Potrot. Wir müssen mal... Ich glaube, wir konnten keine Top-Genesung so kaufen, ne? Wir haben einen Top-Genesung. Wir haben noch einen Hypertränke. Das ist okay. Haben wir denn AP? Irgendwas mit AP? AP, AP Plus. Das bringt nicht viel. Ich will nur AP. Äther, genau. Äther, ja. Okay, Äther auf Spukball. Wahrscheinlich kommt da hinten ein Pokécenter oder sowas, scheint, so wie ich mich kenne. Oh, guck mal hier. Ein Pokéball. Ich fahre mal weiter nach Westen, oder? Der hat gesagt, der ist nach Westen. Dann fahre ich weiter nach Westen mal hier. Vibora. Nee, tschüss.
Tschüssi, Kowski. Hier. Waldgebiet. Oh, die Musik ist cool. Waldgebiet. Okay, hier ist nichts. Angenehme Atmosphäre. Beruhigend. Beruhigende Musik. Beruhigende Atmosphäre. Keine Trainer, keine Pokémon. Fantastisch. Beruhigende Atmosphäre, sagte ich gerade. Ich nehm's zurück. Es ist keine beruhigende Atmosphäre. Schöner Waldspaziergang. Wir treffen die Team Phantom. Hä? So, meine lieben Brüder und Schwestern. Wir sind verwandt? Mann, das sagt man halt so. Verdammte Deppen hier. Das sind wir nicht. Nein! Aber warum sagst du dann... Ruhe! Diese Neulinge. Wieso muss ich nur mit den Idioten zusammenarbeiten? John, wir müssen uns beeilen. Der Boss wartet und wir können uns nicht ewig Zeit lassen. Musst du mich daran erinnern? Gabriel wird mir die Hölle heiß machen, wenn wir trödeln. So, Team. Heute sammeln wir für das nächste Puzzlestück von unserem Plan. Wir spielen Banjo-Kazooie? Nein, bestimmt Banjo-Tooie. Ich gebe John einmal recht. Was für Idioten. Alter! Jetzt reicht's aber langsam. Sorry. Mann, ey! John. Ja, ja. Also nochmal, wir müssen jetzt alle konzentriert sein. Wir dürfen nun keine Fehler mehr erlauben. Ihr wisst, was unser Ziel ist. Weil wir diese Mission nicht schaffen, können wir unser Ziel abhaken. Oh, das klingt ja interessant. Ja, und darum sind wir nun hier. Entschuldigung. Was machen wir denn hier? Ich meine, hier ist nichts außer Bäume. Das ist eine Sackgasse. Bald nicht mehr. Hä? Okay. Aber zunächst was anderes. Das nehmen wir ist Georg. Hallo, Georg. Oh Gott. Leute. Ist das euer Ernst? John. Ja, ja, ich weiß. Jedenfalls ist er nun euer zweiter Kommandant. Ja, ihr habt richtig gehört, diesmal werden wir uns in zwei Teams aufteilen. Das müsste die Sache hier einfacher machen. Gut, gibt es sonst noch was zu sagen? Nein. Sehr schön, dann legen wir mal los. Los, Mirakelstein, walte deines Amtes. Oh, was ist das für ein Leuchten? Vog! Okay, es ist weiß. Und ich fürchte... Okay. Es ist geschafft. Der Weg ist offen. Seid ihr bereit? Denn jetzt gibt es keinen Weg zurück. Los geht's! Okay! Und weg waren sie. Wow. Mann. Warum habe ich auch direkt in das Licht gesehen? Gute Frage. Hey, was ist passiert? Die Bäume sind verschwunden. War das die Macht des Mirakelsteins? Oder steckt da noch mehr dahinter? Gute Frage. Gute Frage, meine Herren. Da geht's rein, hier geht's nicht weiter. Ich würde sagen, da gehen wir mal fantastisch rein, oder? Untergrundfahrt. Hallo? Ist jemand zu Hause? Hallo? Dum, 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 dum. Hallöle. Aber kein Pokémon, das ist schon mal gut. Und keine nervigen Gegner, das ist noch besser. Also ich bin gerade zufrieden mit der Situation. Mysteriöse Ebene. Nun hier. Ich wiederhole nochmal. Natürlich wiederholt er es, wo wir gerade ankommen.
Es muss jedem bewusst sein, wie wichtig diese Mission ist. Jawohl! Das wird bestimmt sowas von aufregend. Oh ja, bin so gespannt, was uns alles erwartet. Was meinst du, was uns alles erwartet? Ruhe, der Kommandant ist noch nicht fertig. Hey, wer bist du? Ich bin nur ein Pokémon-Trainer auf Durchreise. Was ist da hinten los? Hier ist ein Trainer, der uns anscheinend ausschnüffeln will. Komisch, da habe ich extra aufgepasst, dass uns keiner folgt. Egal, beseitigt ihn, wer auch immer er ist. Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Ich weiß nicht, irgendwie kommt er mir bekannt vor. Schade, sie scheinen mich nicht mehr wiederzuerkennen. Los, Mirakelstein! Seid der Schlüssel zu meinem Erfolg! Whoa. Was passiert da nur? What the hell? Der Weg ist offen. Dann lasst uns die Mission beginnen. Haltet ihr diesen Trainer auf und kommt da sofort nach. Wir brauchen keine Schnüffler, die uns in die Mission vergeigen. Okay! Los, Leute, wir können nicht länger warten. So, du weißt du, was kommt? Okay. Boah. Na gut, dann lass uns kämpfen. Okay, wieder zwei nervige Leute, die uns nichts können. Mario und Thomas. 56, bitte ernsthaft. Das ist ja wirklich lächerlich. Oh, machen wir Flammenblitz? Nee, komm. Stütze reicht irgendwie auch. Denke ich erstmal. Wir spulen das Ganze mal vor. Da sind ja auch nur so lächerliche Kämpfe gegen irgendwelche Bimbos. Boah, ist das nervig hier. Ach, Tara ist nervig. Mache ich lieber hier den anderen Typen platt. Ich glaube, normal ist auf Unlicht gar nicht so die beste Idee. Ah, doch. Funktioniert. Nicht schlecht. Wir müssen da Finsteraura einsetzen und hier Schlitzer. Und dann läuft das schon. Ah, Schlitzer reicht auch so. Wunderbar. Ach, da ist noch einer. Bronzong, ja. Okay. Oh, Kampf. Okay, das war Verschwendung, aber ist ja nicht schlimm. Zack, weg ist er. Wunderbar. Und dann würde ich sagen... Wir haben keinen Kampf für den Pokémon mehr. Wir müssen uns zurückziehen. Okay. Teleportation! Die sich die alle teleportieren können. Und tschüss. Es scheint, dass meine Zeit der Revanche gekommen ist. Ungewollt, aber egal. Hauptsache, diese Typen wären mal wieder in die Schranken gewesen. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge werden wir dann Team Phantom in diese mysteriöse Höhle folgen und dann in die Schranken weisen. So kann das ja nicht weitergehen, dass hier einfach Wälder, naja, nicht zerstören, aber Wälder beeinflussen und dann einfach abhauen und es eher sitzen lassen. Also so lassen wir uns nicht mit uns umgehen. Ich würde sagen, in der nächsten Folge gehen wir denen hinterher und ich hoffe, ihr seid dabei. Bis dahin, noch einen wunderschönen Tag und ciao, ciao!